Und es geht um Bürger, kann man schon mal von sich unterscheiden. Erstes Halbjahr waren halt Politiker vor allem, von den Grünen, SPD, PDS, von Forschung und Grenzen, von den Grünen, die jetzt ein bisschen von den Grünen, die jetzt auch schon wieder in der Selbstverschreibung. Also typische Träger rechtsextremer Rassurgenwürde. Ja. Am 6. April 2002 haben wir dann eine Demonstration veranstaltet mit einer wir haben einen schönen Film zu sehen. Gab es dann am Schluss auch der Film, den extra sein Griechenland überhaupt abgebrochen. Am 30. April gab es die nächste Sache. Die Testphase lief ein. Zwei Wochen später, 15. Mai 2002, haben wir gedacht, na gut, wenn Sie da ein eigenes Projekt vergessen haben, ist ja vielleicht werden, dass Sie da irgendwie diese Zeitstruktur haben und dass dieser Zweifel ist. Wir haben die Pressemitteilung groß. Des Projektes ausgegangen. Wir haben Ende des Jahres noch auf den Kunden und den Michael Schneider persönlich getroffen, haben wir noch angesprochen, die sind auch im Fehlerkilo. Weil wir haben den Kunden vorgestellt, der ganze Ding ist jetzt noch nichts passiert. Also ist wahrscheinlich nur noch tot. In Kürze wird das vorgestellt. Sollte die Software erhalten. Also der widersprüchliche Provider, ja, der Sprachverfügung am 6. Februar wurde. Das ist nicht der Bezirksregierung gerichtet sein und die Bezirksregierung der deutliche Widersprüche, die wir selbst beweisen. Und eure Stellen. Pressefreiheit etabliert, Heise gewarnt mit einer klaren Drohung, falls eine Forderung nach einer Stimmung nicht dafür, dass das Europaparlament sich gegen Infrastrukturen ausgesprochen hatte. Diese Frage des Europaparlaments gewählt machen würde, wäre eine Sprachung. Dann gibt es die Regel 10. September 2002, erkannte dann halt die Kriegsregierung nach fast einem Jahr, mit dem wir uns auf Europa war das erste Mal, diese Strecke, erkannte dann die Kriegsregierung plötzlich die Gefahren dazu und hat die sofortige Sperrung angeordnet, also dass die Sperrverfügung direkt umgesetzt werden müssen von den Verwaltern. Ja, dann sollte nicht die Theorie ausgehebelt werden. Und der einzige Weg, den Sie jetzt gerade noch beschreiben können, ist, dass Sie eine Klage gegen die komplette Sperrverfügung einreichen. Und dann war es eben leider noch in Absicht, die haben nicht schon erwähnt und haben auch nicht gesetzt. Also, Tommy, was sind Sie weiter in der Bezirksregierung eine Großveranstaltung? Presse erzeugt
Bischofes aus unserem Kongress im Es stellen weltweit an 5 Orten am 10.
Widerspruch oder noch etwas in jedem Fall oder Widerspruchstellen. Das ist eine Klage gegen den Zug des Strafverfahrens, das heißt also, es ist das, was hier ist, sondern es wird jetzt entschieden, dass die Provider das sofort durchziehen müssen. Und weiterhin aus der Sicht des Verwaltungsgerichts wahrscheinlich für Verfahren zugunsten der Provider. Und dann ging es weiter, dass halt das Verwaltungsgericht Ahrensberg den Antrag Ahrensberg den Antrag abgelehnt hat, ohne Interesse der Öffentlichkeit. Mit dem Argument, es besteht keinerlei Anlass, den strafbaren Umtrieb. Was für ist das zusammengefasst mit ja, dass das irgendwie was wir machen, aber das ist besser, wenn die Kinder und wenn die Sicherheit. Es sieht also momentan so als eine Begrüßung aus, wobei meine Partie aussteht. Die Sache selber, es ist besser, von das Richtung, dass man okay sofort angeordnet hat, das wird sich darüber registriert. So ein bisschen so hackerspaces gemacht. Aber wir sind doch nicht. Alles gut reden.
Thank you.
Ich doch dann auch